Na, das hat er sich doch verdient. Vincent Compagnie, einen ganz entspannten Oktoberfestbesuch mit seinem neuen Team. Die Bayern sind überragend in die Saison gestartet. 4:0 im DFB-Pokal gegen Ulm. 9:2 gegen Zagreb in der Champions League. Und die ersten vier Spiele in der Fußball-Bundesliga wurden ja auch gewonnen. Am Samstag, Topspiel dann gegen Bayer Leverkusen. Und da haben die Bayern ja noch was gut zu machen. Unser Tipp, der FCB gewinnt und es fallen über 1,5 Tore. Am vergangenen Spieltag setzte es für Borussia Dortmund ja eine heftige Klatsche beim VfB Stuttgart. 1:5 hieß es am Ende. Wer ist schuld, muss man sich da natürlich fragen. Sind es die Spieler, so wie Julian Brandt, der ja selbst sagte, dass die Mannschaft viel zu wenig Leidenschaft gezeigt hätte? Oder ist es der Trainer, Nuri Sahin, der ja zum Beispiel Marcel Sabitzer auf dieser ungeliebten Rechtsaußenposition einsetzte? Wahrscheinlich, wie immer, ist es eine Kombination von beidem. Am Wochenende aber gegen Bochum, da wird eine Reaktion folgen. Da sind wir uns sicher, Dortmund gewinnt mit mindestens 2 Toren Abstand.